Na kommt. Infanterie! Infanterie! Stay close! Wir werden nah kämpfen müssen. Das hilft nichts. Kommt. Okay. Ich brauche einen Knubbel. Kommt zusammen. So, der ist weg. Alter. Leute, wo seid ihr? Fuck, wir werden von hinten überrannt. Wir haben uns geopfert dafür, ha? Huh? Oh Gott. Das wird bitter. Okay, da vorne kommt der Knubbel. Wir verlieren. Die haben halt nur stark ausgebildete Einheiten. Krass. Der erste, also das erste Mal, dass wir so auf den Kopf bekommen haben. Ich gehe. Ciao, Brudi. Oh Gott. Ich komm. Doch. Ich komm da noch rein. Haha. Wobei die meisten sind bei mir nur verletzt. Das sind wahrscheinlich größtenteils die Bogenschützen, ne? Ja. Alter, was war das denn? Und ich bin der Einzige, der jetzt vor Warschek steht, oder was? Oh Gott. Schaffe ich es zu fliehen? Müsste ich eigentlich Nein, geh weg! Geht weg! Aus! Oh oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Vielleicht hole ich mir wenigstens ein paar Bogenschützen. Nein, 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 wohin gehst du denn? Flieht! Die kommen einfach hinterher, ich kann nichts machen. Oh, die sind abgedreht. Boah. Alter. Was war das denn? Ich habe nicht mal Gold mehr dafür. Oh nein, das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut gerade. Oh shit. Ich muss nach Lageta oder so. Ich habe nur ein paar Gefangene. Die kann ich verscherbeln. Okay. Ich hätte nicht erwartet, dass das alles so in die Hose geht. Ich habe wirklich alles erwartet, aber nicht das. Nicht diesen Moment. Okay, und dann... Gut, ihr habt nur bekommen. Na ja. Oh, ich kann was schmieden. Ich will mich gar nicht beklagen gerade. Ja, das machen wir. Zwei Schwerter sind besser als keine. Alter. Also. Boah. Das war schon heftig gerade. Das war eine Nummer. Ich will zumindest noch ein bisschen Gold zusammenkratzen. Wobei hätte ich Ausrüstung verkaufen, ne? Hätte ich das mal gemacht. Bin so ein Bob, ey. Manchmal. Ein Stock. What the fuck, Alter? Ja, volle Gönnung, würde ich sagen, ne? Das hat mich jetzt gerade überrascht. Das eine hat... Also, ihr habt ja den Preis gerade, glaube ich, alle gesehen, ne?
Also, ich habe mich gerade sehr gewundert, woher das kam. Ja, ja, alles klar. Ich wollte eigentlich aufhören, wisst ihr das? Und ich hab's nicht getan. Footman! Give him help! Archers! Cavalry! Attack! Greift einfach alle an. Everyone! Charge! Das können wir am besten. Uff, ey. Ich werde die Sturge ja auch alle abgeben. Ich will nur Vlandia. Ich will so ein bisschen homogenes Team haben, wisst ihr? Das ist so mein Ziel. Ah, Alter, puh. Dass wir da irgendwie noch rausgekommen sind aus dem Quatsch. Die waren zu gut ausgebildet. Naja, egal. Okay. Footman. Okay. So. Schade, ich habe gedacht, wir bekommen mal eine Waffe oder so, aber es ist nicht so einfach, immer eine Waffe zu bekommen. Ein vlandischer Fußsoldat. Ja, hallo. Hallo. Wie sieht's denn aus? Wie viele Bogenschützen haben wir? Die Bogenschützen sind schon sexy angewachsen. Ich gönne uns aber zumindest noch die hier. Und der Rest wird dann Soldaten. Puh. Was ist los? Ah. Ich habe gedacht, wir könnten wenigstens da hinten irgendwie gut Geld machen oder so, ne? Oder zumindest so 4-5 Gegner töten, aber dann auf einmal hat's geknallt. Also, die kam ja so von hinten angerannt. Das hat mich so überrascht. Ohne Mist. Ich habe mir gedacht, woher kommen die denn jetzt? Und auf einmal, batz, 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 alle weggekillt. Entschuldigung, ja, bisschen Schluck auf. Ja, bisschen. Musst du ein bisschen aufstoßen. So, jetzt habe ich's aber. Jetzt weiß ich, was ich hab. Ich weiß nicht, was ich dafür kriege. Ich nehme mal die Kurzspeere nur. Und guck mal, wenn ich die wegschmiede. Bekomme nur dieses dumme Roheisen. Das ist echt ärgerlich. Aber das Roheisen werden wir gleich nochmal wegschmieden. Ich meine, wir müssen uns eh gerade erholen. Ein wenig warten. Okay. Wir brauchen mehr davon als von dem anderen, von daher geht das. Ein bisschen Kohle zumindest. Würde ich mir echt wünschen. Weil wir haben halt echt nicht viel. Boah, das macht Sinn, was wir hier veranstalten. Ich meine, wenn wir davon ein paar Sachen schmieden können, ist das so viel wert. Wie viel haben wir denn noch? Wenn wir noch 4 einschmelzen können, haben wir noch ein Schwert. Was ich verkaufen kann. So. Okay. Dann habe ich 3,5 zumindest. Wir probieren es mal. Vielleicht haben wir Glück und können uns so ein bisschen jetzt ranarbeiten. Wir haben Hunger. Gönnt euch mal wieder, ey. Großzügig verloren. Oh. Ehrlich und barmherzig, das sind ja tolle Sachen. Oh, das hat er noch mehr Schmiedehämmer. Ja,
Ich glaube, ich habe alle geholt, ne? Eine Eisenheugabel und Holzhammer. Wir gucken einfach. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen halt jetzt ein bisschen zusammensuchen und sowas, ne? Na gut, wir bekommen dafür 3 Holz. Ist auch nicht immer das Schlechteste. Durch mit den 3 Holz können wir natürlich dann genügend Holzkohle machen wieder. So. Ja, haben wir einen Griff sogar bekommen. So, da. So. Kurz warten. Das mit dem Warten ist halt... Ich mag es noch immer nicht. Aber ich verstehe ein Stück weit, warum es gemacht ist. Wegen der Kohle halt, ne? Ich meine, Hunger und Kohle. Wir stehen hier rum und haben eine ganze Truppe rumstehen. Ja. Ich versteh's. Was man damit auf jeden Fall erreichen wollte. Ja, aber jetzt können wir schon mal ein paar Schwerter herstellen. Das ist schön. Und ein bisschen Gold zusammenkratzen. Schmiede betreten. Und ein paar Sachen dadurch auch erhalten. Flacher Knauf. Schön. Sollte reichen. Für 3 Schwerter sollte es noch reichen. Die verscherbeln wir dann und dann gucken wir, dass wir neue Waffen reinbekommen. Schmiedehämmer. Ich sag's euch. Diese Schmiedehämmer sind toll. Okay. Schmieden, das wollte ich. Aha. 1, 2. Ich habe noch nicht gesehen, was wir alles freigeschaltet haben. Aber das Wichtige ist, dass wir jetzt erstmal ein bisschen ruhiger haben, ein bisschen Geld haben. Und ein bisschen durchatmen können. Wie sieht's denn aus? Achso, ich hätte hier noch einen Gefangenen gehabt. Okay. Ja, gut. Geht nochmal hier gucken. Haben sie Schmiedehämmer? Ich werde mir diese Schmiedehämmer jetzt zusammensuchen. Yep. Super. Für 700, also pro 4 Schmiedehämmer können wir eine neue Sache machen. Also, das lohnt sich. Okay, und da ist wieder eine Burg weg. Das ist auch okay. Ja, das ist auch gut. Nochmal 5 dazu. So, jetzt machen wir schnell Schmiedelinski. So, nein, nicht Handel, sondern Schmiede betreten. Und dann schmieden wir nochmal. Vielleicht können wir ja mittlerweile was Neues schmieden, ich weiß es nicht. Ich überlege auch, ob wir jetzt ein bisschen kreuz und quer schmieden. Also quasi dann auch wieder etwas zurückschmieden. Also einschmelzen. Nur also zurückschmieden. Ihr wisst, was ich meine. Und ich sollte 2 Hand... Okay, nein. Hat nichts. Was haben wir denn jetzt für eine 2-Hand-Waffe? Haben wir etwas Neues? Ich weiß es nicht. Oh. Die könnte nochmal sexy sein. Ich weiß es halt nicht. Wir probieren ja gerade so ein bisschen. Weiß nicht. Wir probieren mal aus. Ja. Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. So. Kurz warten. Ich würde vielleicht tatsächlich wieder zum Alten greifen. Das war eigentlich ganz gut. Parierstange, jawohl.
Ich hätte gerne alle Stufe 2 und 3 schon, bitte. Darüber würde ich mich sehr freuen. So. Was Neues freigeschaltet. Der ist noch einmal länger. Wir kommen jetzt endlich in Stufe 2 Sachen. Meine Güte. Wobei, warte mal. Was sagt denn der Verkaufspreis? Gut. Ich hatte eben zurückgeschmiedet, also eingeschmolzen. Ich warte nochmal. Hat er wieder Schmiedehämmer? Der Händler hier? Nein. Eisenheugabeln hätte er aber. Noch nicht genug. Das ist noch nicht genug. So, jetzt aber. 1, 2, 3. Ich probier's nochmal damit. Keine Ahnung. Ich glaube, der Griff. 912. Durchgehend. Ist okay. Machen wir. So. Was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Ein Zweierknopf, das ist gut. Und ein hölzerner Griff, der ist nicht so gut. Es kostet schon mehr Schmiedeeisen. Wir gucken mal, wenn es... Ja doch, das bringt nochmal was. Doch, doch. Das ist gut, weil dann können wir das ganze Eisen gleich einschmelzen nacheinander. Können wir gerade gucken? Nee. Moment. Da. Da will ich rein. Wir haben nichts erhalten. Das ist nicht gut. Aber Hauptsache, wir bekommen Geld. Geld bedeutet immer ein bisschen was auf den Taschen haben. So. Ein bisschen was auf den Taschen haben ist immer sexy. Gut, uns fehlt das jetzt natürlich. Wir bekommen 4 zurück. Wir bekommen eine neue Klinge. Ich muss das jetzt hier ein bisschen machen. Je mehr wir von dem Eisen haben, Schmiedeeisen, desto besser. Schmiede betreten. Da. Noch 3 Stück und dann können wir 7 Schwerter machen. Krass. Passt. Und danach schmieden wir noch was zusammen. Und dann gehen wir mal wieder auf Tour. Ich habe eine Zweierklinge bekommen, aber die ist kurz. Die ist nicht so sexy. Ah ne, Moment, wir schmieden gleich noch, also wir schmelzen gleich nochmal ein und dann schmieden und verkaufen wir und dann gehen wir auf Tour. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. So. Noch eine Sache kann ich machen. Und dann einschmelzen, schmieden und dann verkaufen. So, wobei, ja, nee, wir schmieden noch durch. Und jetzt. Ich will ja alles Mögliche erhalten. Und ja, wir bekommen gute Sachen. Okay. So. Oh, Falchionklinge. Das klingt doch schon gut. Ich glaube, die Falchionklinge, da können wir
Wenn ich mich recht entsinne. Ja, die ist leider nicht so lang. Ich probiere mal mit der was aus. Keine Ahnung, wie viel das bringt. Nur 800, alles klar. Dann schmiede ich wieder meine alten Sachen. Das Schwert hier. Aber eigentlich würde ich das auch mal einschmelzen. Oh nein, die Batanier kommen.